Was knapp an den lieben Leute, wir sind wieder dabei bei Let's Plays aller Zeiten, der schlechtesten. Hallo Tamagotchis. Wie geht es euch? Wir sind wieder am Start. Super. Frage beim Let's Play zu sagen, ey Leute, wie geht es euch? Man bekommt ja, euch keine Antwort. Natürlich. Da ist ein Creeper, pass auf. Wir lesen immer fleißig die Kommentare. Und ich würde sagen, wir machen nicht lange rum, schmeißen das ganze Zeug raus und machen einen schönen Fight. Ja, genau, damit die Leute das mitbekommen, wir werden jetzt unsere erste Veranstaltung, wenn man das so nennen darf, starten. Wir werden uns gegenseitig schlachten. Boah, ich habe mit der Maus und der Tastatur ist es voll ungewohnt. Alles so, als würdest du die Frau wechseln. Alles von neu. Ja, ich habe doch eine andere Maus und dann andere. Ah, Tastatur. Sascha hat eine neue Tastatur, stimmt. Ah, Dima, vergiss auch nicht, deine Rüstung abzulegen, Digga. Meine Tastatur hat kein M. Okay. Also pass auf, ich mache uns 3 Kisten und 3 Holzschwerter. Ja, wunderbar. Okay, das kann ich auch bei mir im Zimmer machen, damit ich gleich... Ja, aber nimm dir noch so ein Brötchen mit oder sowas zum Essen. Muss ich Diamanten mitnehmen oder was ist los? Darf man? Wir machen jetzt erstmal eine Trainingsrunde. Ah, es gibt Trainingsrunden, alles klar. Oder? Ja. Ja. Schöner Weg, und sehr schöner Weg. Wir werden fighten, jeder bekommt... Nee, jeder bekommt nicht. Wie ist das nochmal? Wie lauten die Regeln? Also ich glaube, auf jeden Fall meine Einstellung geändert. Wie die Regeln lauten, wir schauen uns alle in die Gesichter. Einer zählt bis 3 und dann heißt es Jump the Yard. Und genau, wer einmal stirbt, muss einen Diamanten einer anderen Gewinner abdrücken. Ja. Aber ich würde sagen, die erste Runde erstmal so chillig. Erste Runde einfach testen. Sozial, genau, bisschen so easygoing. Ja, hast du die Kisten gemacht? Oder bist du dabei, meine ich? Bin dabei, muss noch kurz... Aber die Kisten sind schon da, Digga. Ey. Okay. Boah, das hab ich das umsonst gemacht? Ich hab die, glaube ich, schon gemacht am letzten Mal. Oh, Mann. Das ist so. Aber wenn du eine hast, kannst du die gerne mitbringen. Ja, 3 Stück habe ich. Ja. Also, so Rüstung brauche ich nicht. Weil dann können wir diese Holzkiste nach der Treppe, die zu unserer Area führt, ersetzen durch eine andere Kiste. Dann sieht das ein bisschen harmonischer aus. Verstehen Sie? Diese nichts verstehen. Ah, okay. Ich habe auf jeden Fall eine Leiter. Was soll ich bauen? Was soll ich machen? Nichts. Komm zur Fight Arena. Alles klar. Fight Area. Arena. Area des Grauens. Seit wann sieht das hier so schön aus? Ja, das undercover, weißt du? Wow, also ich bin jetzt in der Arena. Ich auch. Nein, bist du nicht. Ach, hier sind schon 3 Kisten, okay. Ja. Jetzt lege ich in jede Kiste ein Schwert rein. Ja, genau, und die kannst du ja auch kaputt machen, hier. Weißt du, was ich meine? Welche? Diese? Hier! Warte! Okay. Ich mach's schon mal kaputt mit der Hand. Jetzt noch Nummer 3. Boah, ist alles voll. So, okay. Und dann muss man alles wegtun von seinem Inventar. Ja. Dass man nicht schnell zu irgendwas greifen kann. Ich hoffe, wir sind alle... Wo ist denn der Sascha? Guck mal, der hört uns gar nicht mehr zu. Der fährt schon vor seinen eigenen Film. Der ist woanders. Wir müssen... Komm doch mal zu uns, Sascha. Was ist los, Mann? Die Grafik ist voll scheiße hier. Das ist nicht scheiße, das ist besseres Glas, Mann. Sieht das nach besserem Glas aus? Das sieht nach scheiße aus, Mann. Nein, das sieht voll cool aus. Ganz das ruhig, scheiße jetzt schon mal gar nicht. Sieht so richtig alles beschissen aus. Ich hasse diesen Computer. Ha? Okay, ich komme. Komm runter. Jump einfach vom Balkon raus und... Hier drauf und boah, dann Leute, stoppen. Schaut euch das an und sagt mir nicht, dass es nicht beschissen boah, aussieht. Wie er sich wieder pusht hier. Komm jetzt runter, kleiner Mann. Er sieht scheiße aus. Hört mir keiner zu. Er sieht echt scheiße aus. Okay, ja. Okay, wo seid ihr? Ja, ich komme. Hier. Ich komme. Ey, du wolltest hier noch eine Kiste hin tun, Dima. Dann können wir wieder auf die Kiste springen und von der Kiste darüber, weißt du? Diese. Da. Da. Wird es bei dir auch eine andere Farbe, wenn ich draufschlag? Boah. Oh. Hä? Siehst du auch eine andere Farbe, wenn ich was abbaue? Ja. Jungs, meine Welt. Meine Welt sieht scheiße aus. Katastrophe. Boah, ein Scheiße. Was ist aus meinem Haus geworden, Mann? Wie mein Haus aussieht. Ja, bist du am Start, Digga. Nein, das ist nur in den Einstellungen und Optionen sind die besseren Details drin. Eigentlich ist die Grafik besser, aber wenn es dir nicht gefällt, kann man das umstellen. Die Grafik ist besser. Oh, ich bin draußen, Mann. Oh mein Gott, was ist passiert? Ja, ich bin wieder drin. Okay. Ich habe kurz meine Control-Settings hier verändert, damit meine Rending-Distanz nicht so weit ist, damit es nicht so ruckelt bei mir, aber ich mache die gleich wieder hoch. Okay, dann sind wir hier, wir stehen da, oder? Genau, und dann schauen wir uns einfach in die Fatschen. Hallo. Das ist ja unser erster Test, so, wo ist Sascha? Hallo, Sascha. Ah, ja. Ist er, okay. Genau. Okay. Was ist da
Dinger. Sollen wir versuchen? Also Sascha, hast du es mitbekommen? In jeder Kiste da, hinter dir zum Beispiel, oder auf der anderen Seite, ist ein Schwert, ein Holzschwert. Auch in der hinter dir? In der nicht, die ist leer. Ah, okay. Rechts, vorne und links ist ein Schwert, ein Holzschwert. Okay. Und, ja, dann kämpfen wir halt. Ich bin immer noch geschockt wegen der Grafik. Ich finde, es sieht schön aus. Das, okay. Das musst du dann bei mir reinschauen, dann wirst du sehen, was schöner aussieht. Ja, ich hab's doch eingestellt. Ja, super, mega schön. Kommt jetzt auf uns. Eins. Sascha. Alles zwei, klar. Okay. Drei. Okay. Ey, was soll das? Warum werde ich geschlachtet? Ich hab noch kein Schwert. Darum geht's doch, Mann. Ja, aber wo ist mein Schwert? Ja, du musst zur anderen Kiste laufen. Den hab ich schon. Es gibt nur einen immer. Was soll die Scheiße, Mann? Boah, und das schlachtet mir. Du schlachtet mich ab. Wir müssen fighten, ey. Sascha, bring dich selber um. Ah, nein. Sascha ist hinter dir. Nein. Wir haben einen Kämpfer. Ein Kampf ist gewonnen, Digga. Ein Kampf ist gewonnen. Und aufwacht euch wieder zu Hause. Der erste Fight ist geschafft und gewonnen. Wer hat's gedacht? Wer hat's gedacht? Und noch eine Runde. Ein Glück. Du hast einfach nur mehr Übung drin. Ey, wir müssen in diesem komischen Haus schlafen einmal, damit wir da aufwachen. Ach, in dem neuen meinst du? Ja, ja. Ah, okay, ja. Unsere Kampfarena. Aber jetzt geht's nicht. Wir kommen gleich, weil wir sind unterwegs. Ich würde sagen, das war's auch schon, oder? Das war's? Sollen wir nicht eine richtige Runde jetzt machen? Okay. Es geht um einen Diamanten. Alright. Hast du wieder was dabei, oder? Nix, ne? Ja, also. Ey, du scheiß Tastatur, Mann. Ich hasse diese Tastatur. So eine billige, abgefuckte Tastatur, Mann. Ganz ruhig. Das ist nur eine Tastatur. Und Luigi hat sie sich ausgesucht. Hauptsache sie leuchtet. Komm jetzt her, komm. Sie leuchtet nicht mal. Das hat nicht mal einen M-Buchstaben, Mann. Buchstaben. Sascha, aber mal eine kurze Information am Rande. Wir hatten ja schon vor ein paar Folgen die Information, dass du ab und zu nicht auf dein Leben schaust. Kann es sein, dass du gerade Hunger hattest und deswegen fast gestorben bist automatisch? Nein, es kann sein, dass ich abgeschlachtet wurde. Ich habe nicht geschafft. Nein, nein. Ich dachte, geschlachtet, Digga. Wie, ich wusste nicht. Und weit habe ich gesehen, dass du rot warst. Warum machst du eigentlich dein Schwert nicht zurück, Sascha? Dima? Ich bin dabei. Achso, Schwert zurück, okay, ich wollte euch schon abschlachten. Wo ist das Achse? Okay. Da drüben. Alle sind da, ne? Okay. Alle sind da, oder? Okay. Und das Geile ist ja, wenn wir Start sagen, keiner weiß, wo der andere hinläuft. Das ist jetzt. Alles klar. Okay. Okay. Eins, zwei, drei. Warum läufst du so meine Mann? Fuck you. Du hast mich getroffen, Digga. Come on, man. Nein, ich will nicht sterben. Was läufst du zu mir, Mann? Nein. Ich bin umgebracht von den zwei Kindern! Nein, ich bin nachgehen! Oh, ihr seid so gut, Jungs, ihr seid so gut! So kann sich das Blatt wenden, das freut mich! Okay, jetzt sind wir auf Sascha und ich. Ja! Oh. Warum? Warum ist er nicht gestorben? Er hat doch genauso oft geschlagen wie ich! Oh, das nervt so, oder? Wenn sich einer freut. Ja, klar. Okay, ja, ich bekomme von euch zwei Diamanten, habe ich gehört, aber ist gut. Joch, wie der gleich anfängt, alle. Ups, denn. Ja, egal, du bekommst sie, Mann. Okay, ich räume jetzt alles auf. Oh, das sind Erfahrungspunkte. Unser nächstes Ziel ist genau jetzt erstmal in einem neuen Haus schlafen, wäre nicht schlecht. Hey, ihr habt meine ganzen Erfahrungspunkte geklaut, Mann. Ja, Mann, ich hab sie. Sechs oder sieben, Mann. Ja, ich muss ja zurücklegen, Mann. Okay, alles zurück. Okay, ja. Nochmal auf das Neue, oder? Ach, hier sind deine Erfahrungspunkte, hab ich hier. Warte, ich muss Grafik einstellen. Wo sagst du? Du gehst auf Escape, dann gehst du auf Optionen, dann gehst du auf Grafikeinstellungen, dann gehst du auf Details. Warte. Ein Punkt. Ein Punkt habe ich noch. Details. Mhm. Und dann, oh Mann, war das hier? Nein, das ist Gras. Wo war denn Glas? Glas. Glas war bei. Genau, nein. Boah, ich müsste später gucken, ich weiß es nicht. Was genau. Was macht ihr da? Fass an, Mann. Ja, mach mal später. Warte. Okay, mach mal dieses dritte Spiel, Mann. Nein, wir machen kein drittes Spiel. Was war das nächste, was wir machen wollten? Wir machen kein drittes Spiel, sonst verliert der Diamanten. Brrr. Nein, Spaß. Also ich wollte meine Monsterfalle machen. Ey, ich kann mit so einer Grafik nicht spielen, das ist...
Obwohl, egal. Nee. Er kann versuchen, was zu machen und ich rede einfach, okay? Ich muss eine ganz, ganz, ganz wichtige Information loswerden. Ja, genau. Und zwar kennen viele von euch diesen Creative Mod, beziehungsweise Creative Modus, den ich manchmal mal in meinen Tutorials verballere, um euch ganz einfach, ganz schnell Sachen zu zeigen. Und zwar geht es bei unserer Serverwelt genauso. Und jetzt ist die Frage, ob wir vielleicht ein paar Folgen damit zocken sollen, also Unlimited Items, damit wir einfach mal was richtig Geiles bauen können. Also wie gesagt, es liegt an euch, wie ihr abstimmt. Ich will ein Voting für einmal Creative Mode, ja oder nein? Ey, ich bin dafür. Also Leute, wenn ihr mich fragt, ich bin dafür, weil es erhöht zuerst den Spielspaß. Ich kann fliegen, wie bei Chronicles endlich mal. Ich kann dann Häuser höher bauen und größer und da hast du mehr Möglichkeiten. Und das würde lustiger sein. Ja, die Idee dabei wäre halt, dass wir was richtig Geiles bauen. Wo komme ich überhaupt hier raus, Mann? Alter. Also wenn ihr findet, wir sollten was Geiles bauen und dann würden wir halt diesen Mod-Modus verwenden, dann sagt uns einfach Bescheid, das wäre nett. Und bitte schreibt mir, wie ihr meine Grafik findet. Oh mein Gott. Die Grafik ist einfach, schockiert mich einfach, das schockiert mich. Faszinierend, oder? Es schockiert mich. Faszinierend oder schockiert? Schockiert, ich habe noch nie so was Hässliches gesehen. So schlimm, Digga, was los? Du musst bei mir reinschauen, ohne Scheiß, das sieht so abartig aus. So. Was? So. Oh. Melone. Ja, willst du? Melone. Ich bin voll. Ich hab 41 Melonen. Oh, Melone. Ich bin sowas von durcheinander hier. Oh, Melone. Ja, Entschuldigung. Nee, das geht nicht. Ich hab ja auch mal wieder. Ich wandere aus. Das geht Kommentare nicht. Am Start. Nee. Was kommt am Start? Ich hab mal wieder Kommentare am Start und zwar. Wir müssen uns dran gewöhnen, so zu zocken. Kommt keine Endmans. Ja, Mann. Echt? Ja. Nein, oder? Doch. Nee. Okay. Warum schlägst du mich, Mann, du blöde scheiß Spinne? Okay, ein Kommentar von Werther 2131. Ich guck auch schon jede Folge und werde nicht erwähnt. Ja, also Werther 2131, spätestens jetzt wurdest du erwähnt. Spätestens jetzt. Jetzt würdest du erwähnt. Und freust du dich wenigstens? Meine Frage an dich. Bist du jetzt glücklich? Ich habe den gesucht und gefunden, den Kommentar. Ja, also. Hier war auch irgendwo ein anderer Kommentar. Warte. Fabi, sag den Zuschauern mal, dass ihr alle Kommentare lest und nicht nur die Top-Kommentare, damit die Leute endlich mal aufhören, bitte liken, damit ihr das sehen zu schreiben. Ja, genau, das bringt von 00 Daje Roma 00. Ja, also genau, wir lesen auch andere Kommentare vor, nicht nur die Top. Ich glaube, es geht nur darum, dass ein Kommentar interessant ist und nicht einfach. Also ein interessanter Kommentar ist natürlich was anderes als Justin Bieber hat einen kleinen Penis oder so, weil das ist jetzt weniger interessant für uns. Ihr könnt uns Fragen stellen, ihr könnt uns Tipps geben, ihr könnt uns Anmerkungen schreiben, so was man verbessern könnte oder was euch ankotzt. Alles erwünscht, aber nicht Justin Bieber hat einen kleinen Penis. Das ist weniger erwünscht. Nicht sowas Niveauloses, weil wir haben einen sehr niveauvollen Server. Ja, wir sind das Niveau. In Person, in Minecraft. Warum stirbst du nicht, Freundchen? Ich freue mich voll, dass ich diese Monsterfalle bauen kann. Ich hab dir geholfen. Ja. Ich will die Punkte. Hast du die Punkte genommen? Ich hab sie genommen. Oh, da ist ein Skeleton in meinen Kopf. Komm her, kleiner Mann, komm her, komm her, komm her. Komm her. Ey, wo ist mein Schwert? Hast du was zum Essen für mich, Digga? Boah, ich hab Melone, Mann. Frische Melone. Ich hab Apfel. Ey, den Apfel musst du vergolden, du Vogel. Oben ist eine Spinne, ey. Ey. Hör mir zu, Mann. Ja? Du musst den Apfel vergolden, Digga. Ich hab noch 3 Stück. Ja, vergolde die. Die Äpfel sind so vergolden da. Das sind dann immer solche fette Lebensregenerationspunkte. Ach wenn so, ich... zum Vergolden. Ich nicht diese Deutsch. Ich dachte zum Vergolden. Gold Nuggets. You need Gold Nuggets. Aber ich dachte zum Vergolden, nicht Vergolden. Nein. 8 Gold Nuggets, bitte. Haben wir keine Melonen mehr. Unverstanden. Keine Melonen. Nein. So. Nee. Ja, heute ist mal wieder ein sehr schönes Wetter, mussten wir feststellen, als wir zum ersten Mal rausgingen, so gegen 3 Uhr nachmittags. 3 Uhr nachmittags, es hat geschüttet aus allen Wolken. Warum sieht denn das so komisch aus? Ah, Fabian versteht. Ich verstehe. Was? Also ich hoffe, wir dürfen mit diesem Creative Mode
Ich würde gerne rumfliegen. Ja, also wie gesagt, es